Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Railway Empire, dem Frankreich-DLC. Ja, wir sind weiter hier beschäftigt, unser Imperium auszubauen, müssen uns aber sputen vor der Konkurrenz in Gelb. Ihr seht das ja hier unten. Ja, wichtig ist noch zu erwähnen, ich habe gemerkt, bei den ersten Folgen der Ton, die Musik und die Hintergrundgeräusche sind etwas leise. Ja, ich habe es jetzt mal versucht zu verbessern. Ich hoffe, das hat funktioniert. Und wir können jetzt hier einfach weitermachen. Gut. Ja, unsere nächste Aufgabe wird sein, diesen Milchbetrieb hier anzuschließen. Und da wollen wir jetzt mal schauen, wie wir es am besten machen. Ich würde vorschlagen, wir bauen hier einen Bahnhof hin, vielleicht den großen gleich. Ja? Würde ich vorschlagen. Damit wir hier durchfahren können. Ne? Also am besten. So würde ich sagen. So, dann schauen wir mal. Bahnhof, großer Bahnhof. Ja, genau so zum Beispiel. Ja, müsste funktioniert haben. Ja, wir bauen das Netz aus. Ja. Alles gut. So, dann würde ich sagen, müssten wir aber noch ein bisschen mehr machen und zwar ein bisschen weiter hinter, wenn es geht. So vielleicht. Und jetzt würde ich vorschlagen, so und so. Dass die dann praktisch hier die Möglichkeit haben, durchzufahren. Die anderen. Nicht so nah, oder? Na, war so klar. Das war wieder klar. Dann machen wir es anders. Machen wir so die Weiche hin. Und dann machen wir das nochmal so. Und wir bauen hier dann weiter. Und fädeln dann da hinten ein, würde ich sagen. Jetzt muss dieses eine Signal weg und das auch. Ja, du wirst benutzt, ich weiß. Machen wir das so. Genau. Wunderbar. Und jetzt dahin. Gut. Okay. Das ist eine. Und auf der anderen Seite natürlich dasselbe nochmal hier. Einmal. Zweimal. Jetzt bitte so. Und so. Halt. Und so. Und so. Signal ist weg, genau. Und dann machen wir jetzt hier noch ein Signal hin. Ein bisschen blöde hier, ne? Weil das alles so eng ist. Pass auf, dann machen wir das hier weg, würde ich sagen. Wir das wegmachen? Ja, genau. So vielleicht. Dann haben die hier vorne das. Ja, die Weiche, würde ich sagen. Und dann machen wir ein Signal hier hin. Und das andere würde ich sagen, hier hin. So, genau. Was ist mit dem hier? Also zufällige Panne. Bei der natürlich dann, wie fährt der eigentlich jetzt? Der fährt hier entlang. Also fährt der hier unten entlang. Rauf, runter.
es wahrscheinlich an dem Signal hier, oder? Moment. Nein, will ich nicht. Ich will schauen, wie der fährt. Ja, okay. Freier und unabhängiger Journalismus. Ein Eckpfeiler unserer Nation. Na gut, die fahren halt dann alles so. Das ist auch nicht so dramatisch. Dann bauen wir aber hier noch ein Signal hin, würde ich sagen. So, oder? Hoffe, es funktioniert. Gut, also jetzt eine Zuglinie. Milch. Ich glaube, Rem braucht Milch, wenn ich mich nicht irre. Das ist immer der erste Zug, den wir hier nehmen und nehmen dafür die Glas oder die 3B. Nehmen wir die 3B. Das reicht erstmal. Ne? Rem braucht Milch. Ja, genau. Und ich glaube, Amier, glaube ich auch. Ist der auch schon so groß? Jawohl. Dann nehmen wir auch Amier mit dabei. Und zwar. Einmal so. Dann nehmen wir aber dann die. Die Klaas, würde ich sagen. Ist ein bisschen schneller. Ah ja, interessant. Warte mal kurz, wie fährt die jetzt hier? Nein, wie fährt die? Die kommt auf dem Gleis an und das ist echt verrückt. Die hier. Ist das. Können hier drüber fahren, ne? Genau. Nein. Das mit den Gleisen müssen wir nochmal beobachten, ob das ein Problem gibt oder nicht. Na gut, okay. So, dann. Jetzt haben wir hier oben ein Problem. Okay. Mal schauen, wer hier alles wohin fährt. Amir, Lil, Rem, okay. Blöd. Was brauchen wir sonst noch? Nichts bis jetzt. Okay. Holz. Belegte Brote. Wein. Kriegen wir hier oben Wein her? Nee. Nee, eben nicht. Das ist das Problem. Die kriegen wir hier nicht her, ne? Hier unten ist Wein. Liefern wir denn eigentlich da oben nach Amiens Wein hin? Ja. Warte mal, den möchte ich gerne ersetzen, wenn es geht. Der hier. Und noch ein Zugbegleiter dazu. Mal kopieren, ja. Genau.
wir mehr Wein liefern. Was ist mit dir hier? So. Pass auf, du könntest vielleicht sogar noch nebenbei Holz liefern. Wie wäre das? Sehr gut. Okay. Wie schaut es mit Paris aus? Die kriegen keinen Wein. Wieso kriegen die keinen Wein? Kann doch nicht sein. Aha. Haben wir da noch keinen Zug gebaut? Das ist schlecht. Dann bitte ganz schnell hier einen. Nehmen wir wieder die 3B, würde ich sagen. Was? Brauche ich nicht. 3B, wir spielen ohne Schurken. So, okay. Paris bekommt jetzt auch Wein geliefert. Gut. Das läuft von dem. Das ist mit Rem. Wir haben alles erstmal. Okay. Gut, was schaut mit Metz aus? Wir haben kein Getreide. Das ist schlecht. Wir kriegen kein Getreide. Warum kriegen die kein Getreide? Wo ist der Zug nach Metz? Ah ja. Mhm. Brauchen wir so viel Getreide oder was? Nein, die brauchen das. Na okay, verstehe. Pass auf, wo ist der. Ist das der Zug? Wollen wir mal klonen. Haben wir das schon gekauft eigentlich? Ja. Okay. So, wie schaut es in Nancy aus? Ah ja, die kriegen keine Oliven. Dafür kriegen sie Wein, das ist auch gut. Ja, wir könnten die hier unten anschließen, das ist schon richtig, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Idee. Was ist das hier? Wenn wir die brauchen Papier. Ach, da brauchen sie auch Holz. Ja, klar. Logisch, verstehe. Ja. Wir schließen jetzt das hier an. Würde ich sagen, mit einem Bahnhof. Und zwar machen wir den mal. So hin. Mit jedem Bahnhof wird die Wildnis weiter in ihre Schranken gewiesen. Was? So. Na, keine. Ich will keine Brücke haben hier. So ist besser. Jetzt. Eine Weiche. So, brauchen wir noch ein Signal. Halt falsch. Wasserturm hier hin, zur Sicherheit. Sehr gut. Okay.
Dann würde ich sagen, einmal hier und einmal da. Dann nehmen wir die 3B wieder. Und dann kriegen die auch ihre Oliven. Okay, Metz und Seite. Super. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Zugliste an. Ich will ein paar Sachen aufwerten, wie zum Beispiel den hier. Geht ja gar nichts mehr. Mal hier einen Pinock wieder dazu. Begleiter, damit wir da mehr Kohle drauf kriegen. Dann bitte einmal die 3B. Genau. Dasselbe machen wir mal für die da. Oh, Erpressung. Gabe, jetzt halt mal lieber. Dasselbe auch bei dem hier. Ja, ist ein bisschen rumgeklickt jetzt hier, aber es muss sein. Damit wir da ein bisschen schneller werden hier. Noch ein paar. Werde ich vielleicht irgendwann mal offline machen. Mal alle austauschen. So, haben wir jetzt da hinten alle? Nee, die noch. Konkurrenz ist der Antrieb der Innovation. Ja, ja. Alles haben wir alle, oder? Genau, perfekt. Wunderbar. So. Ah, der baut und baut, diese kleine Wicht. Lass mich mal kurz gucken. Nee. Was sind denn hier da? Da Unternehmen wollte ich mal gucken. Und zwar die Konkurrenz, wollte ich mal schon schauen. Nee, Fusion noch nicht, das ist zu viel. Nein, Bankgeschäfte will ich auch nicht machen. Nein, ich will, was will ich denn? Nehmen, Quartalsbericht. Ah ja, genau, hier. Ich will mal ein paar Aktien kaufen. So. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar Nancy wächst sehr gut. Ja, Straßburg. Da müssen wir über durchs Gebirge durch. Was haben wir hier unten? Besançon. Was haben wir Rüben? Okay. Ah, no, sie wächst. Sehr gut. Da können wir jetzt mal schauen. Ich würde sagen, wir bauen hier mal eine Weberei hin. Weil wir nämlich bald dann ja, weben werden, denn es gibt einige Städte, die schon Stoffe akzeptieren, wie zum Beispiel Paris. Ne? Und
die anderen werden mit Sicherheit bald folgen. Ja, die hier auch. Genau, sehr gut. Und ich glaube, eine Weberei haben wir noch nicht hier. Was haben die da oben? Oh, was ist das hier? Ah ja, Milchmolkerei. Genau. Kann ich die eigentlich steigern? Ja. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. Naja. Immer dieses Besserwissen. Müsste doch eigentlich überall eine Werkstatt haben, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ja. Gut. Genau. Wolle. Ja, die brauchen jetzt hier diese Stoffe. Und da gibt es schon eine. Genau, ich und zwar hier. Die könnte man anschließen, würde ich sagen. Und zwar machen wir das so, dass wir die Schienen hier reinlegen. So würde ich sagen. Dann eine Signal. So. Das kommt weg. Na komm. Genau. Wunderbar. Da fehlt auch noch eins. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich schauen. Das ist ein langer Weg. So, Zuglinie von da nach da. Brauchen einen schnellen Zug. Dann nehmen wir mal die Klasse 1 zu 1, würde ich sagen. Oder die Sterling. Ja, nehmen wir die Klasse, die kann mehr. Die hat mehr Power. Und dann werden wir gleich noch einen zweiten draufsetzen, würde ich sagen. Da warten wir jetzt aber, bis der hier ein bisschen weiter unten ist. So ungefähr hier so bei der Hälfte. Muss ja normalerweise hier runterfahren. Nee, der fährt hier außen rum. Ah ja, okay. Gut. Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasserpumpen. So, wir warten jetzt, bis der bei Metz ist, der Zug, der hier. Nein. Genau. Jetzt werden wir den klonen oder kopieren. So, damit hier mal was vorwärts geht. Wir brauchen Papier. Okay. Gut. Le Havre. Ja, wir werden ihm jetzt ein bisschen mal in die Suppe spucken hier, dem Typen. Und werden hier mal was haben wir da? Und was der kann, kann ich natürlich auch, ne? Einfach reinbauen. Aber wir machen es anders. Wir konzentrieren uns lieber auf neue Städte. Besançon zum Beispiel. Ich überlege gerade, haben die, was haben die hier in der Nähe? Getreide. Okay. Oliven können wir von hier aus liefern. Schweine.
hat die Achse gekauft, oder? Der Hund. Ich kaufe wieder Aktien. Nein. Okay, machen wir das so, ja. Genau. Nee, will ich nicht. Milch. Ja. Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasserpumpen. Genau, dann werden wir das nächste Mal, sehe ich gerade, die Folge ist gleich zu Ende, das nächste Mal dann hier die beiden Städte anschließen, Besançon und die andere. Es gibt keine Ruhe, ne? Ja. Was ist hier los? Will er mich ärgern oder was? Weißt du was? Dann nimm du es doch. Ich will's gar nicht mehr. Genau. Wollen jetzt noch die Innovationspunkte anschauen. Wir machen das da mal. Eine neue Lok. Sieh dir mal diese schicke neue Ventilsteuerung an. Herrlich. Ja, ja. Nein. Dann nehmen wir noch das da. Und das da. Genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir wieder ein bisschen was geschafft in der Folge. Wie es weitergeht, ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es ist Zeit, mein Geld ein wenig für mich arbeiten zu lassen.